Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Rice Community und diese Woche mit unserem Mitglied, den Elliot Wenz von Rice in seinem Progetto 46 und das Ganze auf Stuzianki. Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen mal rein, was er hier für eine Runde bringen konnte. Ja, 8er Progetto. Ziemlich starker Premium-Panzer. Wie wir gesehen haben, auf seiner Gun vorne auch drei kleine Fahrzeuge drauf, also wird er diesen Panzer auch ziemlich oft bewegen. Zwei Artis, es ist ein 10er-Game, was an sich erstmal kein Problem ist, aber trotzdem immer ziemlich bitter, gerade weil zwei Kinderwerfer auf der anderen Seite sind. Ne? Das gute alte Dixie-Klo steht drüben. Und da kann es auch mal Roki-Zuki vorbei sein, so eine Runde. Natürlich wäre es dann keine Replay of the Week-Runde, wenn es so wäre. Er fährt hier erstmal eine defensive Position an, oben auf dem Hill, ob was aufgeht. Er hat hier auch eine sehr gute Sichtweite. Fährt er mit entspiegelter Optik. Ich finde auch die Position, wo der Defender hinfährt, jetzt nicht vorne am Stein, sondern eher da an der Lücke, um dann Sideshot zu geben, mit dem Progetto gar nicht so verkehrt. Man kann dadurch auch, dass man eine gute Schussfolge hat, kann man auch mal ein Haus kaputt schießen und dann kann man da drüben reinwirken. Auf jeden Fall nimmt hier ein WT gleich einen AMX 5020 raus. Das ist natürlich schon mal ein schlechter Anfang für sein Team. Hier unten vier Panzer auf der unteren Seite. Das ist erstmal völlig okay. Die TDs stehen auf den Schienen, um in die Gasse reinwirken zu können. Wo die Heavys stehen, das ist auch erstmal okay. Skoda befährt die obere Linie. Und es stehen hier zwei zum Snipern auf dem kleinen Hügel. Gar nicht so verkehrt. Er schießt jetzt hier erstmal blind. Auf die andere Seite ist es kein Leid drin, ne? Deswegen kann er das ja auch machen, ohne großartig in Deckung fahren zu müssen. Es ist noch keiner in den Mittelgang wahrscheinlich reingefahren, sonst hätten das die unteren Panzer gespottet. Gehen wir einfach mal von aus. Ich hätte hier wahrscheinlich trotzdem nur einen Schuss gelassen, wäre erstmal in Deckung gefahren, hätte den dann nachgeladen und danach hätte ich dann die Schussfolge rausgehauen. Er schießt hier die Büsche ab, was völlig okay ist. Erstmal ein paar Blindshots zu machen zum Anfang, wenn kein Gegner einschießbar ist, ist erstmal eine gute Alternative. Das ist natürlich für uns auch wichtig, nachher in der Schussauswertung drauf zu gucken. Okay, die eigene Arti sagt auch direkt, sagt mir, wo steht die gegnerische Arti. Ich werde versuchen, sie zu kaufen. Auch nicht verkehrt. Er wird gleich, wenn noch ein Schuss nachgeladen ist, wahrscheinlich das Haus noch kaputt schießen. Nee, er nimmt hier direkt die Sideshots. Ja, und jetzt könnte er halt da, wo der Defender jetzt im Rein steht, hätte er hier unten wirklich sehr gut hinwirken können. Na, 705. Das Objekt ist natürlich nicht so super zu bewirken. Roter Pennmarker hier auf die IS-6. Im oberen Bereich sieht es eigentlich ganz gut aus fürs Team. Die müssen da aufpassen. Gerade der Skoda und der SDRV, die stehen da in einer Position, wo es auch mal sehr gefährlich werden kann. Gerade weil der Kinderwerfer hinten ist. Aber der wird auch nicht so einfach auf der Schiene pieken können, weil er dann auch ordentlich bekommt. Erstmal passiv hier zu seiner Spielweise. Ist aber auch nicht super problematisch. Das Spiel entwickelt sich langsam. Steht 1-2. Sind 4 Minuten gespielt. Das ist ja auch erstmal nichts Negatives. Man könnte natürlich, man hätte über die obere Linie ein bisschen mehr Druck ausüben können, um da mit zu pushen. So hält man natürlich hier unten auch die Position noch ein bisschen, damit der Gegner hier nicht unten rumpushen kann. Finde ich auch okay, aber irgendwann muss man dann natürlich in die Offensive gehen, um eine Seite unter Druck zu setzen. Skoda T50 geht raus durch den AMX 5000. Er muss ja aufpassen, er ist sehr aggressiv, was die Fahrweise nach vorne angeht. Beide FVs sind hinten im Wald aufgegangen. Das macht es für ihn nicht ganz so problematisch. Ne? Wenn eine FV noch zu wäre, müsste er gucken, wo der steht. Hier hat er jetzt auf jeden Fall Schiffkanal auf einen FV und kriegt hier schön rein. Leider der zweite nicht. Er muss ein bisschen aufpassen, dass ihn hier unten der, dass das Objekt nicht aufmacht.
von der Sichtweite müsste das gerade so ausreichen, dass das Objekt ihn spottet. Sehr passiv im Moment immer noch. Ist aber zum Anfang, wie gesagt, nicht unbedingt negativ. Er kriegt ja trotzdem Schusskanäle auf den Gegner. Es ist ein 10er geben, sich da mit dem 8er zurückzuhalten, ist auf jeden Fall nicht die falsche Spielweise. Patton kriegt da Schusskanäle drauf, aber hier auch auf das Objekt, was er leider nur gekettet bekommt. Seitlich natürlich seine Pen nicht allzu hoch, wobei ein grüner Penmarker da war. Also hätte hier auch gerne mal zwei Schüsse genommen auf den Gegner. Ah, schade. Da hätte die Kugel oben drüber fliegen können und vielleicht sogar noch den Gegner rausnehmen. Untere Linie ist gewonnen. Sein Team hat das hier unten geholt. Man könnte jetzt auf jeden Fall seitlich Druck aufbauen. Das scheint er jetzt hier auch zu machen. Fährt sehr aggressiv in der Position an, finde ich gut. Muss jetzt ja aufpassen, nicht, dass er doch mal irgendwann gespottet wird vom Gegner. Oh, das ist natürlich ein schönes Ziel. Erster Schuss geht leider daneben. Zweiter ist mit. Dritter nicht. Na, der hätte man ein bisschen sauberer ausnehmen können. Der Gegner holt sich jetzt die obere Seite und sie haben sich hier die untere Seite geholt. Schön wäre es, wenn die Artis jetzt sich ein bisschen verlegen würde. Defender fährt nämlich auch schon weg. Das heißt, die obere Linie ist definitiv verloren und unsere beiden Artis werden hier gleich rausgehen. Wenn wir jetzt hier eigentlich nicht die untere Seite schnell holen, um vielleicht die gegnerischen Artis rauszuholen, in Kombination, dass wir auf dem FV vielleicht einen Schuss bekommen, wird es super spannend. Oh, den rauszuholen wäre jetzt nicht verkehrt. Jawohl, wir kriegen ihn hier raus. Wir fahren ein bisschen in die Tiefe rein. Nicht, dass wir jetzt hier doch noch irgendwie einen Hit vom FV bekommen. 5-7 ist auch völlig okay. Der Defender hat das sehr gut gemacht, hat sich schnell zurückverlegt. Eine Arti verlegt sich auch, das ist auch gut. Die andere Arti bleibt da sehr stur stehen, aber hat dann noch so ein bisschen das Haus als Cover, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Kinderwerfer geht hier auch direkt raus. Auch wichtig. Die Position ist hier ziemlich stark unten. Er hat hier immer noch ein bisschen Schutz, ein paar Büsche. Er kann vielleicht auch Spots generieren auf den Gegner. Muss trotzdem ein bisschen aufpassen, dass er selber hier nicht aufgeht. IS-4 fährt da seitlich lang. Die würde ihn auf jeden Fall spotten, falls er hier zu hoch pieken würde, ohne Buschcover. Aber er holt sich hier den Buschcover. Das ist. Jawohl, zwei schöne Hits seitlich auf die IS-4. 7-9, die eine Arti ist rausgegangen. Es war eigentlich klar, dass die irgendwann rausgeht. Aber die andere Arti ist auch gestorben. Wahrscheinlich bei der Fahrt nach unten aufgegangen von der IS-4 und wurde dann auch direkt rausgenommen. 7-9 hört sich jetzt erstmal nach einem Rückstand an. Ja, tut schon ein bisschen weh, aber ist tatsächlich nicht ganz so. Klar, der Gegner hat jetzt hier zwei Artis noch mehr, die wirken könnten, wenn das Team halt aufgeht. Aber das ist okay. Hat er nochmal einen seitlichen Schuss auf die IS-4. Da war noch ein Busch dazwischen. Dadurch hat er seinen eigenen Busch gehabt und den noch von der IS-4. Geht hier nicht auf. Kinderwerfer geht auf den. Schöner Track. Nochmal. Der kriegt ein ganzes Magazin rein. Sehr gefährlich, aber der FV wird geschossen haben vorher. Ansonsten wäre das sehr gefährlich gewesen, da einfach so stehen zu bleiben. Der FV nimmt den Rückwärtsgang und fährt zurück. Das ist ein Indiz dafür auf jeden Fall, dass er im Reload ist. Oh, sehr schön. Trackt ihn jetzt hier. Kann ihn. Ne, kriegt ihn hier nicht raus. Hier unten geht die Su auf. Da muss man ein bisschen aufpassen, wird auch gespottet. Oh, Kinderwerfer hat geschossen. Jetzt muss man das gut ausspielen, das ist wichtig. Eine Art, die hat geschossen. Ja, sein Team macht das trotzdem nicht verkehrt, verlegt sich rechtzeitig und dadurch passt das alles noch. Ich glaube, er will jetzt ein bisschen Druck machen auf die Su. Finde ich nicht verkehrt. IS-4, wissen wir, ist One-Shot. Stritzwagen steht hinten im Wald, der wird eher weniger aufgehen. Das heißt, so einfach darüber kommt man auch nicht. Vielleicht nochmal den Kinderwerfer oder die IS-4 irgendwie spotten oder dann in dem Fall sogar noch beschießen. Er nutzt jetzt hier auch nochmal den Busch, will nochmal anspotten. Finde ich gut, die Alternative. Vielleicht die IS-4. Ah, AMX 50-100, aber den kann er selber nicht bewirken.
Er ist im Moment noch auf der anderen Seite des Walds. Da kriegt er keinen Schusskanal drauf. Erst wenn der vorfahren sollte, dann kriegt er Schusskanal. Aber der AMX scheint hier vorfahren zu wollen. Da zwei schöne Hits drauf und der Ferdinand nimmt ihn raus. Sehr, sehr gut. Stritzwagen geht hinten im Wald auf und sein Team macht da den Repush, wie es aussieht. Gar nicht so schlecht gemacht vom Leopard PTA. Fährt hinten in die Waldkante rein, spottet dadurch. Muss natürlich gucken, dass er da nicht aufgeht. Sonst wird es problematisch. Er versucht hier immer wieder die Spots zu bringen auf den FV. Vielleicht die Su-seitig aufzumachen. Geht selber auf. Ärgerlich. Aber hat keinen Hit bekommen. Ist immer noch full life. Als Achter im 10er Game. Auch ein bisschen glücklich natürlich, ne? Das müssen wir dazu sagen. Auch hier jetzt gerade bei dem Spot. Die Lampe kommt ja deutlich später. Das bedeutet, da hätte auch ein Schuss fallen können vom Gegner. Und wenn das der Schuss vom Kinderwerfer ist, dann ist er ja auch mal ruckzuck hier raus. Oh, okay. Stritzwagen ist One-Shot und geht hier raus vom PTA. Sehr, sehr wichtig. ES4 ist nämlich drin auch One-Shot. Und dann würden wir hier 10 zu 9 führen. Wie die Su kommt. Aber die Su kann ja auch nicht so einfach einpushen, theoretisch. Da kommt der BT-ner. Er kriegt hier den Spot. Von der Su. Sehr, sehr gut ist. Aber im Moment noch kein Schusskanal auf die Su. Er muss ein bisschen aufpassen, genau wegen Arti. ES4 geht drum raus, auch gut. Ferdinand hat das sehr gut gemacht, hat er gepusht. Oh, er muss ja aufpassen wegen Kinderwerfer. Aber ich glaube, er steht hier tief genug auf jeden Fall, dass der Kinderwerfer ihn da nicht einfach verlieren kann. Und der Kinderwerfer ist auch nicht der genaueste. Also auch dieser Schuss, wenn es irgendwie auf Capola sein sollte, ist gar nicht mal so einfach. Er versucht hier wieder Spots zu generieren. Ne, zwei Artis. Auch der Kinderwerfer ist halt noch sehr, sehr gefährlich. Der WT versucht hier in Sicherheit zu kommen. Aber er muss hier stehen zu bleiben, ist bitter. Aber er geht zum Glück nicht auf. Nimmt noch den einen Schuss mit. Leider ein bisschen zu früh und dadurch der Reload noch nicht drin gewesen vom zweiten Schuss. Aber er kann jetzt hier eigentlich ganz entspannt nachladen und sich ordentlich verlegen. Er hat noch 6 Schüsse drin, sagt er, ja. Sogar gar nicht mal so eine unwichtige Information, weil hier sind noch 4 Gegner da. Und Rokizuki ist er ja leer geschossen. Kann sein Team damit auf jeden Fall theoretisch was anfangen, praktisch wahrscheinlich hat es keinen interessiert. Das ist halt nun mal leider die Philosophie der anderen Spieler meistens. Das, was er hier macht, ist ziemlich gut. Er hat jetzt hier auf die Außenlinie, um dann vielleicht die Artis auch zu spotten. Aber was auf jeden Fall bekommt, der Kinderwerfer auf. Und der Kinderwerfer wollte gerade abdrücken. Das hätte nicht lange gedauert, dann hätte er hier auf jeden Fall abgedrückt. Und jetzt, er ist noch full life. WT hat nicht mehr so viel life. Und das ist, denke ich mal, hier easy gewonnen. Sah lange Zeit auf jeden Fall nicht danach aus. Ich hätte sogar gedacht, dass hier eine Arti hinten bei A0 steht, aber die scheinen sich alle nach unten verlegt zu haben. Hier hinten in dem hinteren Bereich, vielleicht standen sie da auch einfach dauerhaft. Artis sind ja manchmal ein bisschen faul, sich zu verlegen, von daher wäre das jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich. 3 Schüsse hier auf den WT, um nochmal Schaden machen zu können. Eine Arti lebt noch. Vielleicht kriegen wir noch einen Schuss unter. Ich denke mal, die wird gleich aufgehen. Nee. Dann scheint sie doch sich auf die andere Seite verlegt zu haben. Oh, eine Minute nur noch. Selbst ich habe die Zeit ein bisschen aus dem Auge verloren. Naja, er sagt jetzt gerade Go Cap, Go Cap. Go Cap wäre auch eine Alternative gewesen, wenn sie zu dritt reingefahren wären. Alleine wird die Tortoise das nicht schaffen. Ich würde fast behaupten, der Leopard wird gleich die Arti aufmachen. Vielleicht steht sie doch da hinten in der Ecke. Hat hier den Elliot Benz nicht gespottet. Da steht sie auch. Ja, sie steht hinten in der Ecke. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich hätte da, provisorisch wäre ich da mal hingefahren. Aber dann wäre mir wahrscheinlich auch Schaden flöten gegangen.
Aber der Leo wird das hier ganz entspannt machen, denke ich. Und holt hier die Artie raus. Und ist ein gewonnenes Game. Sogar knapp hinten raus. Full Life hier aus der Runde gegangen. Schönes Game. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Und schauen uns mal an, was du hier geleistet hast. So. Ja, gemeistert. Und die Oskins Medal. Ne, du hast 3 zerstört, die eine Stufe höher sind als du. Ja, Kinderwerfer, T54. Und dann den zweiten Kinderwerfer. Du hast beide Kinderwerfer rausgenommen. Das muss eigentlich sehr befriedigend sein, dieses Gefühl, wenn man weiß, man sitzt in einem Panzer, der One-Shot ist für den Kinderwerfer. Und dann nimmt man beide Kinderwerfer raus. Ist schon nett. Nimmt man mit, auf jeden Fall. Wir gehen mal in die Teamauswertung. Und ja, 5125 Schaden, 4 Kills, 1609 Base XP, nicht Top-Damage-Dealer, Leopard, GG, definitiv. Ihr beide habt das Spiel hier hinten raus gewonnen, sonst wäre das Ganze definitiv anders geendet. Es war knapper, als es jetzt zum Schluss ausgesehen hat. Ne? Ihr habt 5 Panzer gehabt, die überlebt haben, aber der Gegner hätte das anders ausspielen können. Ein bisschen mehr mit den Artis, ein bisschen defensiver. Die Su zum Beispiel über offene Fläche fährt sie einfach rein. Hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Da muss man ein bisschen defensiver spielen vom Gegner. Dann ist das eigentlich easy geworden. Wirklich. Wenn man da ein bisschen defensiver spielt. Gerade wenn man dann noch einen Kinderwerfer im Backup hat. Den kann man nicht ins Spiel bringen, wenn man dann auf den Gegner pusht. Von daher. Ja, sauber runtergespielt hier. Sehr, sehr massiven Schaden für ein 8er im 10er Game. Und wir gehen mal noch in die detaillierten Infos. Und ja, 44 Mal geschossen, 27 Mal getroffen, 24 Mal davon penetriert. Wir haben ja zum Anfang hast du ziemlich viel blind geschossen in die Büsche, fand ich gut. Gute Eröffnung, alles ein bisschen ruhiger gespielt, gerade auch im 8er, im 10er Game mit 2 Kinderwerfern dahinter. Ja, eine Alternative auf jeden Fall, um langsam in das Game reinzukommen und dann den Gegner in die Defensive zu zwingen. Dein Team hat das eigentlich auch ganz gut gemacht, also schlechtes Team war es jetzt nicht. Ja, 5125 Schaden, wie gesagt, 1820 Unterstützungsschaden, kommen nochmal oben drauf, das sind kombiniert 7000, was ziemlich massiv ist, gerade auch im Progetto. Ja, mit einem deutlichen Plus rausgegangen, ist halt auch ein Premium-Panzer, den man ganz gerne fährt. Und wir sagen danke hier an den guten Elliot Vance, danke an die 4 Opfermusik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und dann schaltet einfach nächstes Mal wieder ein. Euch eine schöne Woche, macht's gut, tschüss.